Yo! Maar allemaal. Hey, 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 hey. Was sagst du da? Nein, ich hab verloren, bald. Alles gut. So, Freunde, wir haben euch wieder auf Instagram nach Fragen gefragt. Haben euch nach Fragen gefragt. Ihr könnt uns Fragen stellen, diese werden wir jetzt beantworten. Und ja, jeden Tag um 20 Uhr kommt ein neues Video, Leute. Vergisst nicht, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, folgt uns auf Snapchat und Instagram. Seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wer hat die erste Frage parat? Hat jemand die erste Frage parat? Ja, du direkt dann vielleicht? Achso, ja, das ist ja ganz einfach. Du bist ruhig, ja? Selber ruhig. So, Leute, die erste Frage kommt von Luca1101. Wann geht ihr mal zusammen in Urlaub und könnt ihr mich grüßen? Liebe Grüße an Luca. Was geht, Luca? Also, ich hab Bock. Nichts, ja. Ich würde sagen, lass in die Türkei, Digga. Ja, dabei. Oder nicht? Dabei. Wenn wir schon machen, ja, dann Türkei ein Wochenende einfach hin, Kotschelexen. Wir würden auf Indien bestimmt, aber es ist teuer. Ja, nicht deswegen, Indien, Bruder, ist echt weit, ja, Bruder. Echt? Und dann muss man das klären, muss man Visum klären für euch beiden und das auch schwer von wie aussieht, Digga. Ja. Nein, aber Bruder, ist Türkei, ist um die Ecke, Bruder. Ja, ich bin auch alles billig, Digga, bei euch läuft ja gerade zur Zeit, ja, nicht. Ich kann ja gut aus. Ah, nein! Ey, lass, ich meine, das kann man gut ausnutzen, Digga. Was kann man gut ausnutzen, Mann? Was denn? Okay, die nächste Frage kommt von Arun17. Schöne Grüße auf jeden Fall. Wer wird die EM 2020 gewinnen und was denkt ihr? Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, wer alles da drin ist. Bei uns läuft vielleicht finanziell gerade nicht Türkei, aber Fußball läuft, Digga. Wir sind am Start, Digga. Ja, aber warte, wer hat sich alles qualifiziert? Also alle stabilen Mannschaften sind dabei, Digga. Ja. Weißt du? Im Herzen Türkei. Ja. So, und dabei belasse ich es erstmal. Oh. Erstmal. Okay, Türkei. Hier. Türkei wird wieder so voll durchdrehen und so aggressiven Fußball, ja, spielen. Die werden dann, oder die chillen so auf Bank mit Pfeife und so. Man kennt oder doch. Im Moment ist anders, Bruder. Hoffentlich. Ja, ich sag euch, Leute, wer gewinnen wird, das wissen wir alle. Ja, Indien ist es nicht. Ja, ist halt die EM. WM bei Deutschland sagst du jetzt, damit die den deutschen Pass endlich geben, ne? Ja. Nein. Deutschland, ihr wollt es. Aber guck mal, ich bin ehrlich zu euch. Vor ein paar Monaten war Deutschland richtig chöp. Mhm. Aber jetzt gerade, Digga, die haben Gnabry, Leroy, hier, bam, bam. Ich weiß, vor ein paar Monaten waren die echt Grotte, Digga. Jetzt sind die Baba, Digga, geworden. Ja. Frankreich auch ein heißer Kandidat. Frankreich, Digga, ja. Aber Türkei. Was war letztes Mal nochmal? Paris gegen Galatasaray? Was war Türkei gegen Frankreich? Hau rein, ne? Ja, hau rein, Digga, dankeschön. So, meine lieben Freunde. Okay. Die nächste Frage ist von. Achso. Ich guck mal, andere Perspektive. Guck mal, Vogel. Kommst von unten nach oben. Ja. Die nächste Frage kommt von Sarah Milana. Wo würdet ihr gerne leben? Oh, Sarah Milano, wie geht's? Milana. Achso, Milana. Schöne Grüße. Madeira, Unge, ich komm. Morgen 15 Uhr bei dir, Digga. Mach ja alles ready, Digga. Das ist wie so ein kleiner Bauch für dich. Ich klär selber, scheiß drauf, Digga. Ja? Ich hätte Bock auf New York. Ja, mein Bruder, so genau sowas. Bruder, das Ding ist, ich würde, wenn es gehen würde, würde ich überall mein Haus haben. So, weißt du, du musst ein Haus suchen, mein Haus. Okay, ich suche jetzt ein Haus für euch, Digga, Mann. Gib Tische auf. Tut mir echt leid, Bruder. Manchmal schon anstrengend, ja. Ja, in die Heimat, natürlich, ja, schön kann man. Aber ich will. Kannst auch hinfliegen. Amerika, Digga, ich hätte Bock auf Amerika, Digga. Ja. Schön, da bei, wie heißt das, Strip Club. Nein, Mann, diese Beach Club. Nicht Beach, diese Beach. Eine Beach. Ja, Mama, Beach Club, Bruder, Mann. Ja, schön, immer schön pumpen, Bruder, weißt du, immer geiles Wetter, Cabrio rumfahren. Den ganzen Tag essen, Digga. Bruder, feiern, Digga. Aber was ich auch feiere, ist auch Spanien, Digga. Spanien war auch schön. Nice. Aber das sind halt so Sachen, da kann man mal kurz hinfliegen. Ja. Wo willst du denn? Türkei, Bruder. Das war klar. Also meine Antwort auf alles, Bruder. Alles, ja, normal. Wo gehst du? Wie geht's dir? Türkei. Was willst du? Weil ehrlich, Bruder, glaub mir, diese würde ich direkt, Bruder. Ich bin ehrlich. Schön grün, alles Wasser. Kann man auf jeden Fall machen, Digga. Und meine Eltern später kann man ja das meinen, Digga. Jetzt bin ich zu viel in Kiel, Digga. Normal, ich bin hier. Ich bleib hier, Digga. Kiel, ne? So, die nächste Frage kommt von XRXKXMZ. Schwöre, kranker Name. Ich schöne Grüße, XRKMZ. Wenn ihr eine Mahlzeit sein könntet, welche wäre das? Uff. Aibo wäre Türkei. So, safe. Boah. So Chili con carne. Du hast mich gefickt. Du wärst so eine Lasagne, glaube ich, Digga, ja? Eine leckere Lasagne, Digga. Ich glaube, ich wäre Beatty, weil. Ich hab keinen Bock, dass man mich so mit Fingern angrabbelt und so. Hab Respekt, iss mich mit Gabel und Messer, du Hund. So. Ah, okay, weißt normal, du? Normal. Weißt du? Normal, das macht Sinn. So, kein Bock, so ein 1,90 Burger zu sein, Digga. So, Ayo wäre so, weiß nicht, so ein Toast mit Nutella, so ein Toast. Aber mit Butter. Mit Butter, so. Normal, so ein Nutella. So. Ja, das würde ich werten, meine Augen. Das wird einfach eine Sujuk. Einfach eine Sujuk, Digga. Glaub ich, wär's eine Sujuk, Digga. Ja, bei dir ist das schwierig, Digga. Chicken Curry fertig. Halt die Klappe, fertig. Weiter geht's, nächste Frage. Ja, Mann. Was bedeutet Mo Chocolate?
Was bedeutet Mo Schoko? Das ist wieder ein neuer Name. Schokolade. Jetzt, da eigentlich war ja schon Mo Schokolade, aber das ist ja Mo Schokolade. Mo Schokolade war immer, nur wenn es spät wurde, weißt du? Achso, hey Mo Schokolade. Achso, Mo Schokolade, Taxi, Taxi. Mo Schokolade. Willst du selber erklären? Oder sag mir, wenn ihr habt mich hops gehabt. Okay, Bruder. Also irgendwann musst du. Halt die Klappe, Digga! Irgendwann muss die Story raus, Bruder. Welche Story? Die eigene Story, Bruder. Ey, Jungs, macht echt nicht. 2014, 15? Nein, ehrlich. Wir denken uns immer verrückte Namen aus und es ist einfach ein verrückter Name auf jeden Fall. Mo Schokolade, Mo Schokolade und Akbar und so weiß ich. Aber ich find's traurig, dass ihr nicht mal nachdenkt, für mich mal einen Namen rauszusuchen. Wir haben so langweilig. Letztens gesagt, Behinderter. Ja, guck mal, was ist das? Guck mal, wie geile Namen du hast, Digga. Ich will jetzt nicht alle sagen wieder, aber du hast echt geile Namen, Digga. Du bist ja auch irgendwie so behindert, ne? Einer, oh, ja. Behindert. Behindert, ja. Ja, was scheiße. Nö. Guck mal, behindert. Die nächste. Was ist los? Was meinst du nicht zu machen? Was ist los? Die nächste Frage ist von Silvan 2499. Junge, Mann! Die nächste Frage ist von Silvan 2499. Wann kommt wieder 2 and a Half Kenneck? Oh, und da muss ich ganz schnell los, Digga. Okay. Leute, wir haben das Skript jetzt fertig geschrieben. Jalla, Mann! Größte Lüge auf Erden, Digga! Wir wollten, wir haben im Auto geredet, wir machen, aber wir haben nicht. Ey, wir haben damit das geschrieben mit Metto im Dies, Das, im Bus, Muss und so. Das ist doch schon 2 Jahre her. Aber wir haben es doch geschrieben! Ja. Also, was stellt er mich als Lügner da? Ich sag jetzt einfach, Leute, Januar kommt für das allererste Video. Bam. 2000. Nein! Nein! Sagst du was? Nein! Irgendwann im Januar. Nächste Frage. Ey, shit, ich muss ja alle raussuchen, ne? Screenshot und so. Hast du dich rausgesucht? Du bist ja ein richtiger geiler YouTuber, Digga. Du speicherst hier nicht mal die Fragen oder was, Digga. Ey, kann ich auch mich antworten, Mann? Ich fall nervös, ich hab auch wieder Scheiße. Sandwich. Lieblingslied, Fragezeichen. Zur Zeit? Jetzt gerade. Boah, zur Zeit mein Lieblingslied. Ich würde sagen, wir machen von jedem Lieblingslied einmal an, Digga. Okay. Okay. Ra! Hör so auf diese Stimmen, doch bleib doch das Kind, los im Labyrinth. Samra selbst hat nicht so performt, als er das gemacht hat. Ja, Samra weiß Bescheid, Digga. Backup-Tänzer in Walls. Nein, der ist auf jeden Fall cool zur Zeit. Ich höre zur Zeit oft dieses Lied hier, The Baby. Oh! Was das Video ist geil. I feel blessed whip with that blunt in my mouth, was it swerving, that whip had a cup in it. My bitch got good pussy, fly her across the country, I finished the show. Moment höre ich am meisten dieses Lied. Die nächste Frage kommt von Hazel. Schöne Grüße an Hazel auf jeden Fall. Peace. Grüße gehen raus. In welchem Film würdet ihr gerne mitspielen? Ich würde bei Fast and Furious mitspielen, Digga. Oh, geil. Ja. Klaut es aber nicht. Ich nehme eure eigenen Ideen, Digga. Bruder, ich, ne? Ja. Rachel, wie will ich? Ich würde so einfach so ein Klassiker, Digga. Titanic Model. Chillen da, Digga. Nicht hey, boah, so, so ein Rose und Ivo. So, auch nicht. Du weißt, was jetzt machen, ne? Diese Bildbearbeitung. Diese Bildbearbeitung, wo kommst du denn? Bruder, weil dann bist du ein Klassiker für immer, Digga. Ja, stimmt. Ich hätte Bock auf der Gatsby, Digga. Einfach um zu ballen. Ja. Man kennt das Beispiel nicht. Was wäre, wenn YouTube für 1 Jahr gesperrt wäre? Twitch! Ja. Wir sind auch auf Twitch zu sehen, Leute. Oh. Wären wir immer Twitch! Man muss auch sagen, jetzt, weil wir jeden Tag halt Videos drehen und so weiter und so fort, ist schwierig zu streamen. Ja, aber dann, wenn wir damit durch sind, fangen wir auf jeden Fall wieder vernünftig damit an. Ja. Aber das kann man sich, glaube ich, denken, oder? Mhm. Oder nicht? Ja. Oder nicht? Ja, oder nicht? Und wer es noch nicht abonniert hat auf Twitch, der kann ja unten uns mal abonnieren. Dankeschön. Mua. So, diese Frage kommt von Dylan X. Ich glaube, es heißt Shirin. Grüße gehen raus. Was ist dein Lebensmotto? So, deins ist so. Bei dir weiß warum deins? Lass mich ja nein, ich will für mich selber sagen. Ich denke nur für dich gerade so. Kopf durch die Wand, Style. Bei mir. Okay. Durch die Wand Style aber. Okay. Das muss dazu, ne? Kopf durch die Wand Style. Faller Papa Motto. Ja, ich feier Fuß. Das ist Bruder. Eins ist live fast, die Young. Echt? Wieso? Weil du kaufst immer Klamotten davon. Ja, das ist dein Motto. Oder? Das ist dein, also du bist Nike. Meins wäre Leben und Denke nicht an morgen. Okay. Guck, jetzt hab ich. Jetzt kommt mein Motto, ne? Ja. It's never give up. Die nächste Frage ist, was für ein Typ Frauen steht ihr? Die ist von Mo. Bruder, bist du das? Junge, Mann, du bist Digga. Du bist ein Einiger. Er hat die Frage gestellt, damit er sagen kann, was er da steht. Digga, ey. Ey, warum? Ich hab wieder zugestanden. Okay, nein. Auf was für eine Frau stehen wir? Guck mal.
Ich würde sagen, bei sowas. Warte, ich mach mein Herz auf. Sagst du, ja, ist egal, also. Nein. Es ist egal, wie sie aussieht, eigentlich. Nein. Auf der Inneren. Nein. Sie ist im Inneren korrekt und aussehen. Nein. So kann schön aussehen, kann auch so schön. Okay, jetzt sag dann. Guck mal. Was für Typ Frau steht dir? Guck mal. Als allererstes muss diese Frau ehrlich sein. Oh ja. Ja, ist das im Herz, oder? Was wert? Guck mal, ein bisschen mehr, Digga, Mann. Ein bisschen mal. Ich wollte mich verarschen, Digga. Warte, sie muss ehrlich sein. Ja. Loyal sein. Weißt du, gut aussehen und so alles. Natürlich, Digga. Es muss einfach dir gefallen, Bruder. Weißt du, muss dir gefallen, diese Filme. Und ja, das war's, Digga. Ich schließ mich an, Bruder. Nein! Sowas gibt's nicht. Du musst dich hinsetzen, überlegen, ehrlich, loyal und so. Das ist wichtig, Bruder. Mach. Für mich ist wichtig. Ehrlichkeit. Ja. Ne? Loyalität. Ja, Monogram. Kopie. Wie aussieht es eigentlich, Digga, muss natürlich gefallen. Hey. Ja, ich schwöre, man muss, also jetzt mal keinen Spaß. Ich würde mir wünschen, so eine gute Schwiegertochter für Mama, sowas. Nein, nein, Digga, das meine ich, Bruder, das meine ich. Ja, ehrlich, Mann, ehrlich diese Frage, weißt du, was ich meine? Richtig ehrlich. Sie muss einfach passen, Mama muss gefallen, das alles muss so passen. Digga. Das Ding ist, man muss auch mit mir umgehen können, Digga. Und wenn man manchmal merkt, ich habe so meine 5 Minuten. Ja, jetzt habt ihr mich so. Ich hab keinen Bock auf diese. Ihr merkt, dass wir ein bisschen älter schon sind. Nein, ein bisschen dümmer. Ich wusste nicht, dass du so ernst machen wolltest. Komm mal nochmal, komm mal nochmal. Okay. Boah, ein Mädchen, ne? Ein Mädchen, oder ne? Ja. Es muss mich für Sachen begeistern können. Dich füttern können. Genauso wie ich sie für Sachen begeistern kann. Ja. Muss immer loyal, immer ehrlich sein, aussehen. Weißt du, muss einem gefallen auf jeden Fall. Ey, ich bin zwei Raum, der passt, nicht, der nicht. Wenn ihr nur noch einen Tag zum Leben hättet, was würdet ihr noch unbedingt machen? Und wir machen jetzt das mit Familie und so, alles ist klar. Genau. Was, was wir noch unbedingt machen wollen. Was? Okay. Familie und so ist klar, Bruder. Jeder will. Weißt du? Aber irgendwas crazy noch. Hallo! Das ist ein Bessie davon, ihr Motherfucker! Pack das ganze Geld ein, du Motherfucker! Aber Zeitverschwendung, kannst du eh nicht mehr ausgeben. Mach mal. Ja, stimmt, das stimmt, Digga. Stimmt. Okay. Nein, nein, ich mach das auch nicht. Mach. Sind wir, was sollen wir denn geben? Die Leute haben deinen wahren Charakter gesehen. Eben gerade der loyal, respektvoll. Wow. Einfach geht da rein in die Bank. Das war ein Spaß. Überfällt von irgendwie die Mutter. Das war ein Spaß. Ich will mein letzten Tag. Mein letzter Tag will ich meinen Freunden chillen, auf jeden Fall meine Brüder aus. Außerdem. Darf ich nochmal sagen, aber ehrlich? Ich hab Spaß gemacht. Ja, mich auch Spaß. Guck mal. Ich würde in zwei Banken. Ich würde in der Bank arbeiten, die Ausgaben. Keine Bank ausrauben, auf jeden Fall, Herr Polizist. Tut mir leid, war nicht so gemein, war nur ein Schauspiel gerade. Boah, ich würde einfach chillen, Digga. Einfach mit meinen Leuten chillen, Digga. Weißt du, ich meine, Digga. Oder ich meine, außer das, Bruder. Ey, ganz besonders. Was ehrlich, ich glaub, sonst nicht machen. Oh, ich würde mit Löwen chillen, Digga. Mit Löwen, Bruder. Möchtest du, wenn ich ihn abbeißt, dann bin ich eh tot, den letzten Tag, Digga. Scheiß drauf. Ich sag doch, ich würde das machen, was ich mich sonst nicht. Das traue, genau, das mit Löwen, Digga. So Fotos machen. Skydiving. Ich, ne? Ja. Ich würde Gala-Stadion gehen. Oh. Ich würde Flitzer nackt ein Tor. Nein, nicht bitte nackt! Ich würde ein Tor machen in dem Stadion. Walla, das wäre mein Traum. Guck mal, da müsste ich hin. Akbar Baba. Und hier hinten. Der Tag ist Walla, ich würde machen. Akbar Baba. Jetzt ist los. Ich mach dein Tor einmal kurz und dann gehe ich nach Hause, Bruder. War nackt. Nee, nur mal. Okay, kein Problem. Wenn letzter Tag ist, dann habe ich nichts mehr zu verlieren, Digga. Schön kommentieren, schön liken auf jeden Fall, meine lieben Friends. Dann kommen wir alle zusammen in den Algorithmus wieder rein. Und vielleicht kommen wir auch in die Trends mal wieder, Leute. Auch lange her. Wäre geil. Wenn das Video gefallen hat, lasst ein Like da, vergisst nicht zu abonnieren, denn ihr wisst, jeden Tag kommt um 20 Uhr ein Video vom 1. bis 24. Dezember. Skr, 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 skr.